Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Rezension, diesmal über das Buch Schrecklich amüsant, aber in Zukunft ohne mich von David Foster Wallace. Ja, man muss im Vorhinein sagen, zu dem Autor, es ist ein US-amerikanischer Autor und auch Hochschullehrer, und auf das Buch wirkt sich auf jeden Fall aus, dass er depressiv war. Ist ein bisschen weniger schön jetzt. Er hat sich auch 2008 leider umgebracht. Das Buch ist 2004 erschienen. Aber wir wollen uns jetzt deswegen natürlich nicht ja, das Buch schlecht machen, denn das Buch ist mega witzig. Und ja, von dem Depressiven profitiert es tatsächlich auch. Aber gut, wir wollen das jetzt natürlich nicht verschönern. Jedenfalls zum Buch. Es ist eine super Reiselektüre, mega witzig. Es hat 185 Seiten, also ist relativ kurz, würde ich sagen. Und ja, es begann als Recherche für ein Magazin. Er wurde halt, er sollte auf eine luxuriöse Kreuzfahrtschiffreise gehen von Celebrity Cruises. Und da mal einfach einen Bericht drüber schreiben. Am Schluss hatte er jedoch so viel Material über, dass er einfach mal sich entschied, ein Buch aus der Ich-Perspektive darüber zu schreiben. Also wirklich ein Reisebericht in, ich würde sagen, in lustigen Anekdoten über alles, was er gesehen, gehört, ja, und auch gefühlt hat. Ganz wichtiger Teil. Die Gefühle bringen nämlich den Leser, finde ich, sehr dazu, also mich zumindest, mit ihm ziemlich mitzufühlen und ja, mich in ihn hinein zu versetzen auch. Und ja, es sind dann halt immer so ein bisschen collageartig aneinandergereihte Erlebnisse. Also kein Fließbandtext einfach so. Und ja, es wird ganz lustig dadurch, dass er agoraphobisch ist. Ich muss das jetzt mal nachschlagen, ist sowas wie Platzangst. Also er hat Angst mit vielen Leuten und auch eigentlich vor Reisen, hat sich aber trotzdem auf diese Schiffskreuzfahrtreise begeben und berichtet halt einfach über alles. Und da kommen ganz lustige Sachen zustande, Begegnungen mit Leuten, wie zum Beispiel dem unfreundlichen, arroganten Kapitän, den er einfach mal kurz an in Mr. Dermatitis umtauft, aufgrund des Aussehens wahrscheinlich. Außerdem, ach, was vielleicht noch zu erwähnen wäre, das Schiff, wo er eigentlich drauf ist, heißt Zenit. Und er benennt es aber einfach mal um in Nadir. Ich weiß gar nicht mehr warum, ob er es überhaupt genannt hat. Und ja, alle Passagiere tauft er einfach in Nadiriten, ist selber einer, muss aber am Anfang schon feststellen, inwiefern er sich von den anderen Passagieren so unterscheidet. Denn bis auf ihn scheinen alle eine Fotoausrüstung dabei zu haben, sich auch so ganz gut auszukennen. Er ist das erste Mal auf einer Kreuzfahrt, wohlgemerkt. Und hat demnach auch ein bisschen mehr Angst vor allem, sogar vor Haien. Und witzig ist auch, er erzählt von zwei Begebenheiten, einmal einem Smoking-Abend und einer Tea-Time. Ja, damit kann ich gar nichts anfangen. Ich glaube nicht, dass ich zu einer Tea-Time-Gesellschaft gehen würde. Er wagt sich hin und ja, merkt auf einmal, dass es kein Witz war, als in der Beschreibung stand, dass man doch bitte ein Smoking mitbringen soll. Er hätte tatsächlich einen gebraucht, denn alle anderen erscheinen im Anzug und er erscheint, ja, in einem T-Shirt mit einer aufgedruckten Krawatte und blamiert sich einfach mal so richtig schön vor allen. Aber gut, er benimmt sich auch sonst recht sonderlich teilweise. Er hat auch Ängste und Zweifel, die er immer wieder nennt, auch ein paar Weisheiten, die gar nicht mal so uninteressant sind, vor allem wenn er über den American Way of Life philosophiert und feststellt an sich selbst, ja, wie ironisch das eigentlich alles ist. Also gab es so eine lustige Begebenheit halt. Eigentlich findet er alles mega übertrieben und luxuriös auf dem Schiff. Und dann sieht er ein noch größeres Kreuzfahrtschiff, als sie mal in einen Hafen ansteuern. Und auf einmal ist er neidisch auf das andere Schiff und denkt, scheiße, bei uns ist alles so klein und doof und auf dem anderen Schiff ist alles viel schöner. Ja, weil Amerikaner wohl immer mehr wollen ab einem bestimmten Punkt, als sie schon haben. Und das ist dann teilweise auch echt interessant, was er da so für, ja, für Gedanken hat. Und ansonsten ja Ängste, dazu kann man auch sagen, dass er einmal tatsächlich so eine Art Verfolgungswahn hat, indem er sich erstmal nur fragt, warum denn eigentlich sein Zimmer immer geputzt ist, wenn er mal länger als 30 Minuten weg ist, aber wenn er unter 30 Minuten weg ist, ist da alles wie vorher. Stellt dann die Verschwörungstheorien schlechthin auf, von Kameras, die er im Zimmer nirgendwo finden kann, bis hin von einem persönlichen Verfolger, der dann halt immer guckt, wann er länger weg ist, damit die Putzfrau schnell kommen kann und sauber machen kann. Also so eine lustigen Geschichten stehen dann da halt alle drin. Also Anekdoten eher. Und ja,
Ansonsten, so ist eigentlich das ganze Buch. Von vorne bis weg muss man eigentlich wenigstens schmunzeln, wenn nicht sogar eher lachen. Ich musste herzlich lachen an einigen Stellen. Und mehr will ich eigentlich auch schon gar nicht verraten, sonst nehme ich hier zu viel vorweg, wenn ich jetzt alle persönlichen Anekdoten aus dem Buch schon vorwegnehme. Ein paar habe ich ja jetzt schon erzählt. Damit mache ich jetzt auch Schluss. Und ja, es ist schön geschrieben. Dann hat man immer unten, das sollte man vielleicht noch erwähnen, so Fußzeilen. Ich bin eigentlich so ein Mensch, ich überlese die Fußzeilen immer, habe es am Anfang, glaube ich, ein, zwei Mal getan und dann erst gemerkt, scheiße, die sind ja tatsächlich wichtig. Also wenn man dieses Buch liest, sollte man die Fußzeilen, die sind auch manchmal wirklich also es gibt Fußzeilen, die sind teilweise, glaube ich, einmal was zwei Seiten lang, wo er dann nochmal näher auf Sachen eingeht, nochmal zum Beispiel Personen oder irgendwas nochmal genauer beschreibt. Das kann ganz interessant sein und man sollte es auf jeden Fall als Teil des Ganzen sehen und mitlesen. Und ja, da würde ich jetzt auch Schluss machen. Das reicht auch über das Buch. Ist vielleicht jetzt ein bisschen kurz geworden, die Rezension, ich weiß nicht genau, aber ich habe alles Wichtige gesagt. Und wie gesagt, wenn ihr eine lustige, amüsante Reiselektüre wollt, dann holt euch dieses Buch. Denn es ist nur zu empfehlen. Also dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, die Rezension hat euch gefallen. Vielleicht holt ihr euch ja sogar das Buch. Es ist auch nicht teuer, ich glaube, das Taschenbuch 8,50 oder so. Also dann bis zum nächsten Mal.